Ihre Schwester hat eine Hirnblutung erlitten. Haben Sie eine Sorgerechtsverfügung für Ihre Nichte? Ich habe keine Sorgerechtsverfügung. Sie hätten auch sehen müssen, wie sie mich angeguckt hat, als ich sie mitgegeben habe. Ich bin Evas Betreuer. Gibt's da irgendwie ein Schriftstück zu oder irgendwas? Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, wie kommt ihr an diese Unterschrift für die Betreuungsverfügung? Ich bin Ingo Lenzen und kämpfe für Gerechtigkeit. Guten Tag, sind Sie Frau Schwab? Ja, die bin mein ich. Mein Name ist Lenzen. Das ist Herr Handke, mein Kollege. Hi, Ben Handke, guten Tag. Hallo, kommen Sie rein. Dankeschön. Sie haben ja schon mit Frau Grüner gesprochen, nicht? Ja. Die hat uns ausgerichtet, dass ihre Schwester einen schweren Unfall gehabt hat. Das ist auch der Grund, warum ich sie hier in die Wohnung von meiner Schwester bestellt habe, weil sie liegt im Koma und das Jugendamt hat die Kleine mitgenommen. Und ich suche hier überall in den Dokumenten schon nach irgendetwas, wo ein Wille hinterlegt ist. Oder ich brauche unbedingt eine Sorgerechtsberechtigung. Was halten Sie denn davon, wenn sich der Handke mal die ganzen Unterlagen von Ihnen oder Ihrer Schwester hier anschaut und Sie erzählen mir mal in Ruhe, was vorgefallen ist? Ja. Ja? Darf ich? Bitte. Danke. Dann berichten Sie mir doch einfach mal. Also meine Schwester hat einen eigenen Malerbetrieb und sie ist dort von der Leiter gefallen. Ui. Direkt auf den Kopf. Und sie war auch sofort ohnmächtig. Also das Krankenhaus hat mich gestern angerufen. Ich bin sofort hingefahren und nichts, also keine Reaktion, gar nichts von ihr. Heute war ich dann mit der Kleinen, also mit Jella, noch mal da. Ich glaube, Mama wird auch ganz schnell wieder gesund. Das sind richtig gute Ärzte hier. Muss dir keine Sorgen machen, Engel. Ich hoffe, ihr geht's wirklich bald wieder gut. Und die Kleine war komplett außer sich. Ich habe versucht, sie irgendwie abzulenken. Und dann kam die Krankenschwester. Sie sind die Schwester von Frau Hansen? Ja, die bin ich. Ich müsste Sie einmal kurz sprechen. Am besten gehen wir ein bisschen beiseite. Okay, wartest du eben hier? Ja? Ja. Ich bin gleich wieder da. Es gibt leider keine guten Nachrichten. Okay. Ihre Schwester hat eine Hirnblutung erlitten, weswegen wir sie ins künstliche Koma versetzen mussten. Und es ist derzeit nicht klar, wann und ob sie noch mal aufwachen wird. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Das ist für mich ein sehr großer Schock, weil ich meine, es geht um meine Schwester und ich weiß nicht, wie ich der Kleinen das halt sagen soll. Und als ich ihr das irgendwie nahebringen wollte, dann kam auch schon die Mitarbeiterin vom Jugendamt und meinte, dass sie Jella mitnimmt. Wie, sie müssen sie mitnehmen? Hören Sie, das ist das übliche Prozedere. Wir bleiben einfach in Kontakt und reden Sie doch kurz mit Ihrer Nichte. Ich habe es nicht verstanden, weil ich meine, ich bin Ihre Tante und ich weiß auch, dass meine Schwester wollen würde, dass sie zu mir kommt. Haben Sie eine Sorgerechtsverfügung für Ihre Nichte? Ich habe keine Sorgerechtsverfügung. Ja, da meinte die Dame halt, dass wenn ich keine Sorgerechtsverfügung habe, dass, dass mir die Hände da gebunden sind. Und ich will mich wirklich um meine Nichte kümmern. Ich meine, sie hätten auch sehen müssen, wie sie mich angeguckt hat, als ich sie mitgegeben habe. Ja, natürlich. Das, was das Jugendamt jetzt getan hat, das ist eigentlich ein ganz normaler Schritt. Die haben Pflegefamilien. Und wenn so ein Fall kommt, dann bringen die Kinder natürlich in die Familien, die sie kennen. So. Ja, aber es sind irgendwelche Fremden. Ich meine, ich bin ihre Tante. Ja, ich weiß, aber das Jugendamt kennt sie nicht. Und die wissen natürlich nicht, wie bei ihnen die Umstände wären. Und wir können natürlich einen Antrag für sie stellen, dass Jella zu Ihnen kommt. Aber dafür muss ich natürlich Ihre persönlichen Umstände, die muss ich erläutern. Ja, also mein Mann und ich, wir leben außerhalb von Berlin. Wir haben dort einen kleinen Obsthandel. Aber trotzdem, ich habe wirklich das... Das sind die beiden. Ich habe Das heißt, die räumliche Umgebung wäre gegeben, dass Jella zu sich holen. Absolut. Und ich habe auch ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meiner Schwester und zu meiner Nichte. Max und ich, wir haben keine eigenen Kinder. Jella ist wirklich wie meine eigene Tochter. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Ihre Schwester hätte auch einen Malerbetrieb gehabt. Ja. Dann wird garantiert vom Gericht wird garantiert auch schon Betreuer für diesen Malerbetrieb eingesetzt worden sein. Aber ich bin doch die nächste Angehörige. Also deshalb, das ist so. Schauen Sie, deshalb machen wir auch da einen Termin mit der entsprechenden Person. Und gleichzeitig werde ich den Antrag für Sie auf Übertragung des Sorgerechts für die kleine Jella stellen. Noch am gleichen Abend arrangiert Ingo Lenzen ein Treffen mit dem gesetzlichen Betreuer von Eva Hansens Malerbetrieb. Tobias Weber kann die Mandantin beruhigen, bis ein Unbekannter auftaucht, der ihr erneut den Boden unter den Füßen wegzieht. Ich werde in der Abwesenheit von Frau Hansen die Firma weiterführen.
Das natürlich in enger Abstimmung mit Frau Schwab. Finde ich prima. Dankeschön, wirklich. Dann haben Sie auch die Sicherheit, dass es alles... Ich hatte gehofft, Sie hier anzutreffen. Wer sind Sie denn? Ich bin Jonathan Unger und Sie müssen Evas Schwester sein. Ja. Hier liegt ein ganz großes Missverständnis vor. Ich bin Evas Betreuer. Bitte was? Also Entschuldigung, aber ich kenne Sie nicht und... Betreuer? Ja. Also wir haben einen gesetzlichen Betreuer. So sieht's aus. Ja. Eva ist meine große Liebe. Wir haben uns über Jellas Gitarrenunterricht kennengelernt und hier. Also von dem Gitarrenunterricht weiß ich, ja, aber nichts von der Beziehung. Das hätte sie mir definitiv gesagt. Eva, Jella und ich und ach Gott. Also mal, wenn Sie irgendwas von Betreuung erzählen, ja? Ja. Gibt's da irgendwie ein Schriftstück zu oder irgendwas? Ja, kleinen Moment. Ich habe hier. Ich bin mir sicher, Sie müssen was missverstanden haben. Nein, also nein, nein, ich habe hier eine Betreuungsverfügung. Sind Sie sicher, das hier ist Ihre Unterschrift? Definitiv, ja. Sagen Sie, das ist eine Kopie. Richtig, richtig. Wo ist das Original? Das Original liegt im Moment beim Betreuungsgericht. Ihnen dürfte klar sein, dass ich mich mit dem Betreuungsgericht in Verbindung setzen werde. Ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich würde mich jetzt auch verabschieden. Wiederschauen. Tschüss. Dankeschön. Das ist ja schon alles sehr seltsam. Ich werde mich mit dem Betreuungsgericht in Verbindung setzen. Ja. Und dann sprechen wir beide nochmal. Ich rufe Sie dann an. Ja? Alles okay. Klar. Schönen Tag noch. Tschüss. Chef? Ja? Kommst du mal ganz kurz, bitte? Ja. Ich habe hier einen frischen Strauß Blumen im Mülleimer gefunden. Worauf ich hinaus möchte. Wenn du Blumen von jemandem geschenkt bekommst, der dir wichtig ist, dann schmeißt du doch nicht weg, oder? Das meine ich ja. Weiß ich nicht. Also, schauen Sie, wir müssen jetzt wirklich eins im Auge behalten. Also, einmal werde ich natürlich das hier überprüfen lassen. Ich werde mit dem Betreuungsgericht Kontakt aufnehmen. Aber wir müssen natürlich auch Sorge dafür tragen, dass dieser Betrieb hier weiterläuft. Ja? So, und da bin ich froh, dass wir hier diesen bestellten Betreuer haben, der mit Ihnen im Austausch sein möchte. Und wir sollten uns jetzt hier einfach mal darum kümmern, dass wir diese Aufträge hier auch alle abwickeln. Vielleicht fangen wir tatsächlich an dem Unfalltag an. Da steht nämlich ein Kunde drin. Sprechen Sie doch mal mit dem. Fragen Sie mal, ob dieser Termin noch stattgefunden hat. Ja, das werde ich. Ja? Und ich kümmere mich um diese angebliche Vollmacht. Ich meine, was natürlich sein kann, ist, dass der sich hier versucht einzumogeln, na, um hier ein Geschäft abzugreifen. Vielleicht ist der Typ ein Betrüger. Ingo Lenzen beauftragt sofort ein Gutachten zu Eva Hansens Unterschrift und stellt den Antrag, dass Jella bei ihrer Tante leben darf. An der Ehrlichkeit der plötzlich aufgetauchten großen Liebe zweifelt der Anwalt auch noch am nächsten Tag. Sarah, könntest du dich bitte auf dem Social-Media-Kanal von dem Herrn Unger umsehen? Okay, ja? Alles klar. Guck ich mir gleich mal so, an. So, und dann check nachher mal bitte unseren Kanzlei-Account. Da müsste eigentlich mittlerweile das Ergebnis von dem Schriftsachverständigen da sein. Ah, okay, alles klar. Danke. Gut, bis später. Gerne. Ciao. Ciao. Was ist denn los mit dir? Ha? Ach, ich mach meinen Kopf, ne? Warum? Ich hab diesen ganzen Zip und Zap nicht, dieser Betreuungsverfügung, Patientenverfügung, Sorgerechtsverfügung. Ich dachte einfach, ja, das würde halt automatisch an den nächsten Verwandten. Nein, ist überhaupt nicht. Familien werden da nicht bevorzugt. So, und jetzt zu dieser Betreuungsverfügung von unserer Mandantin, ja, die Herrn Unger da übernommen hat. Ja, genau. Das ist doch kompletter Kokolores. Ich glaub dem kein Wort. Ne? So, aber er konnte alles erklären. Und zwar ohne Aufforderung. Ja. So, warte mal eben. Lenzen? Ja? Okay, alles klar, danke. Tschüss. Das war's, Jugendamt. Das ist keine gute Nachricht. Die Entscheidung wird die Mandantin nicht freuen. Ingo Lenzen informiert seine Mandantin sofort über den unerfreulichen Beschluss und verabredet sich mit der 32-Jährigen an der Wohnung ihrer Schwester. Rahel Schwab will dem Anwalt noch Papiere übergeben, doch es wartet schon die nächste böse Überraschung. Herr Lenzen, habe ich Sie am Telefon richtig verstanden? Also, dass Jella noch weiter in der Pflegefamilie bleiben soll? Ja, zumindest bis über unseren Antrag, dass Jella zu Ihnen kann, entschieden worden ist. Okay. Wie geht's denn jetzt eigentlich Ihrer Schwester? Ist leider unverändert. Was ist denn hier los? Der Tisch ist noch reserviert, ja? Was machen Sie hier? Ich bin wie in der Zeitungsannonce hier. Wohnungsauflösung. Was für eine Zeitungsannonce? Das ist die Wohnung meiner Schwester. Packen Sie die Stühle wieder zurück. Mit wem haben Sie hier gesprochen? Na, mit dem Hausherrn. Ist er da drin? Ja. Entschuldigung. Ach, Herr Unger.
Was machen Sie denn hier? Entschuldigung, es muss doch ein Missverständnis sein. Die Stühle bleiben hier. Danke sehr. Dann gibt's aber auch kein Geld. Das ist komplett okay für mich. Wie kommen Sie dazu, hier die Möbel zu veräußern? Tja, wenn Eva aus dem Krankenhaus wiederkommt, dann haben wir sowieso vor, zusammenzuziehen. Und ich handle nur in Ihrem Interesse. Möbel, die Sie nicht mehr benötigt, werden verkauft. Mit welcher Vollmacht, bitte? Ja, ich wurde heute offiziell als Ihr Betreuer ernannt. Passen Sie mal auf. Als Betreuer haben Sie im Sinne des Betreuten zu handeln. Und das, was Sie hier tun, ist ganz bestimmt nicht im Interesse von Frau Hansen. Ich werde das Betreuungsgericht über Ihr Verhalten hier informieren. Oder sind Sie die längste Zeit Betreuer gewesen? Ich frage mich auch, wie Sie überhaupt hier reingekommen sind. Also als Ihr Partner habe ich selbstverständlich einen Schlüssel für die Wohnung. Nee, so selbstverständlich ist das alles gar nicht. Ich sage Ihnen mal eins, das, was Sie hier machen, das ist strafbar. Also, Sie tun mir jetzt einen Gefallen, sagen hier alles ab und räumen die ganzen Möbel wieder rein. Haben wir uns da verstanden? Ich würde Sie jetzt wirklich bitten zu gehen. Ich hab's eilig, ich möchte jetzt zu Eva ins Krankenhaus. Wissen wir? Machen wir. Ich würde Sie jetzt wirklich bitten. Ja, ist ja gut. Das Leben ist wie ein Spiel, es gibt keine Garantie.